Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie man im Smashing Simulator Trading freischaltet. Und am Ende des Videos werde ich nochmal zu einem absoluten Pro, also bleibt gespannt. Das letzte Mal ist ja jetzt wieder eine Weile her und ich habe immer noch kein Trading freigeschaltet. Gefällt dir das Spiel? Ach, hier sieht man dann, wann man den nächsten Code bekommt. Oh, einmal nachgucken, ob es einen neuen Code gibt. Okay, Boost Code 3 steht drin. Vielleicht habe ich den schon eingegeben, vielleicht nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Dafür gehen wir hier einfach mal auf das Twitter-Symbol. Dann Boost Code 3 bestätigen und failed. Already redeemed. Okay. Dann eben nicht. Tja, scheinbar ist der Smashing Simulator nicht so beliebt. Ich laufe jetzt einfach durch, smashe ein paar Dinge, bis ich wieder beim Airport bin. Weil ich muss ja tatsächlich noch ein bisschen farmen, bevor ich hier weiter vorankomme. Ich muss sagen, irgendwann wird es schon anstrengend mit den Kamerashakes. Also mir wird da ein bisschen schlecht. Ich bin da aber auch ziemlich anfällig, wenn zum Beispiel in einem Video irgendwie ein Bild richtig straight in mein Gesicht bounced, dann finde ich das auch unangenehm. Das liegt, glaube ich, das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass ich auf einem Auge blind bin und dementsprechend nicht dreidimensional sehen kann. Und das Zweidimensionale, was ich auf dem Bildschirm habe, ist dann meine dreidimensionale Wahrnehmung. Weshalb ich wahrscheinlich da ein bisschen anfälliger für bin. Oh, warte mal, den Meteoriten hier, den baue ich ab. Oh, das dauert sehr lange, merke ich gerade. Naja, ich mach's trotzdem. Wir gucken einfach mal, wie lange es dauert. So, ich bin jetzt bei 265 Millionen Coins. Mal gucken, wie viel ich dann am Ende auch habe. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, wir sind fertig, haben jetzt 588 Millionen. Ich würde das sagen, wir hauen auch das Flugzeug weg. Dann haben wir ja genug, um wieder ein bisschen weiter voranzukommen. So, das hat dann gerade so für die 800 Millionen gereicht. Hier ist der nächste Meteorit. Oh Gott. Ich gehe einfach mal wieder zurück zum Office. So, und auch zum Objektshop, weil ich könnte mir hier zwar jetzt dieses Ei hier öffnen. Ich will aber ein stärkeres Objekt haben, ganz im Ernst. Es hat so lange gedauert, die Sachen abzubauen. Ich kann mir jetzt eine Schale leisten für 250 Millionen. Mehr habe ich sowieso nicht. Mein Beachball macht 1800 Schaden. Die macht dann 4000 Schaden. Das ist dann schon deutlich stärker. Und dann habe ich noch ein bisschen was übrig, um hier zwei Among Us Eier zu öffnen. Und da ist einmal ein Passagier Among Us drin. Und zuletzt ist da noch ein Kampf Among Us drin. Obwohl, das sieht nicht ganz aus wie Among Us. Okay, dann gehe ich natürlich größter am besten. Habe jetzt bessere Pets, habe ein besseres Ding zum Abbauen. Und auf dem Weg dorthin baue ich hier Sachen ab, anstatt mich zu teleportieren. Weil ich dann immerhin ein paar Erfolgserlebnisse habe, Sachen per One-Hit abbauen zu können. Ach ja, so ist das Leben. Ich weiß übrigens gar nicht, wann dieses Video online kommt. Also habe ich auch gar keinen Bezug zur aktuellen Zeit. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich fahre mir jetzt erstmal ein bisschen weiter. Mir wurde in meinen Kommentaren unter dem letzten Video auch angeboten, dass von euch, dass ihr mir Pets geben könntet, damit ich besser werde. Aber ich habe ja noch gar kein Trading freigeschaltet. Ich hoffe, dass ich es in dieser Aufnahme schaffe, Trading noch freizuschalten. Die Sache ist, ich nehme aber auch immer, was heißt vormittags? Ich nehme immer so gegen 10, 11 Uhr auf. Wenn ich zumindest unter der Woche aufnehme, weil danach muss ich arbeiten. Ich muss jetzt auch in 2 Stunden arbeiten. Das heißt, jetzt eine halbe Stunde aufnehmen. 2,5 Milliarden. Egal. Also halbe Stunde aufnehmen, dann noch Video schneiden, Thumbnail machen, dauert noch eine weitere Stunde. Das heißt, wenn ich schnell bin, schaffe ich es, das Video heute noch fertig zu machen. Ihr werdet es dann trotzdem nicht heute sehen. Ich produziere mal vor. Aber damit ihr einmal so wisst, wie es mit meinem Zeitschedule aussieht. Und weil ich halt so einen straffen Zeitplan habe und ihr meistens zu dieser Zeit in der Schule seid, funktioniert das gar nicht, dass ihr mir hier irgendwie was schenkt. Vielleicht mal in einem Livestream, aber den Livestream spiele ich ja dann meistens auch eher andere Spiele. Collect All Pets spiele ich gerne im Livestream. Oder ihr wollt ja auch immer wieder, dass ich Donators spiele, einen Arena-Kampf mache, wobei ich gar nicht so viele Robux habe, Leute. Ich brauche erstmal ein paar mehr Robux, damit ich die verschenken kann. Naja, ich fahre jetzt hier einfach ein bisschen in den Airport, weil hier drin geht es dann tatsächlich ein bisschen schneller mit dem Abbauen. Nicht wie die Sachen da draußen. Oh, ein Rank 5 Hacker. Das heißt, ich habe jetzt ein neues Pet bekommen. Und zwar ein Kristalldrachen. Sehr, sehr gut. Jetzt kann ich noch schneller abbauen. Weil Pets machen halt wirklich einen fetten Unterschied, wenn man sehr gute Pets hat. Bitte, ich will das hier drin abbauen. Ja! Ich will ja alles smashen. Komm schon, kann ich das nicht smashen? Nee, das kann ich scheinbar nicht smashen. Na gut. Ah, ich find's aber blöd. Das dauert immer noch so lange mit den Farmen. Ich hoffe, das geht irgendwann besser. Weil gerade... Der Bildschirm ist zwar voll mit Coins und XP, die ich sammle, aber trotzdem, ich hätte jetzt schon gerne mal die 2,5 Millionen zusammen für die nächste Region, die ja dann immer noch nicht die letzte ist, die ich brauche, um Trading freizuschalten. Aber so ist nun mal das Leben, ne? Ich habe jetzt 1,03, 05, 06, 07 Milliarden. Habe ich vorhin Millionen gesagt? Ist ja auch egal. Billionen. Ja, auf Englisch. Tipp 5. Reach the next zone to unlock trading. Ach, schon die nächste... Oh, warte, das will ich sehen. Ach, die nächste Zone ist schon die Schlosszone. Ich dachte, hier kommt eine Zone und dann ist das da hinten. Wie konnte ich so blöd sein, dass ich nicht lese, was dort steht, hä? Na gut, dann dauert es doch nicht mehr so lange. Dann werde ich heute Trading freischalten. Sehr gut. Und wenn ich dann Trading habe, dann werde ich der beste Smashing-Simulator-Spieler aller Zeiten.
weil ihr mir dann wahrscheinlich einfach Pets gebt. Aber ich muss ja sagen, es ist gut, dass es hier Trading erst gibt, sobald man ein bisschen weiter gespielt hat, damit man das Spiel nicht von Anfang an skippt, wie es ja in Pet Simulator geht. In Collect All Pets gibt es ja gar kein Trading, was ich irgendwo auch schön finde, weil bei Collect All Pets, da macht der Progress Spaß. Hier ist der Progress immer noch anstrengend, das hier ist immer noch so Farming, das fühlt sich immer noch an wie Arbeit. In Collect All Pets ist es einfach nur chillen, da fühlt sich nichts wirklich an wie Arbeit. Vielleicht, weil ich auch nichts selber mache, sondern weil die Pets komplett autonom farmen für mich und ich denen einfach nur sage, was sie tun sollen. Ist auch ein cooles System. Ich meine, wozu hat man denn Haustiere, wenn man ihnen dann immer noch alles sagen muss? Wir können auch den Haustier einfach sagen, farm jetzt in der Region und dann machen die das. Nein, immer wenn die einen Coin abgebaut haben, sagen wir, bau den nächsten Coin ab. Naja, aber mal ganz im Ernst, lasst ihr eure Haustiere Coins farmen? Warte, kann ich hier beide Sachen? Wenn nicht so? Nee, kann ich nicht. Okay, ich gehe nochmal auf das Flugzeug. Wir sehen, jetzt geht's ja schon ein bisschen schneller hier mit dem Flugzeug farmen. Und ich glaube, damit kriege ich dann das Cash Money, das ich brauche, gleich ziemlich schnell rein. Wobei, ich kriege pro Hit 0,5 Milliarden. Also brauche ich ja jetzt noch so hoch 40 Hits, wenn ich hier bin. Wie viel kriege ich hier pro Hit? Auch ungefähr so viel, alles klar. Na gut, dann farme ich das halt jetzt noch. Haben wir ja auch gleich geschafft. So, ich habe jetzt genug zusammen. Ich will das Flugzeug trotzdem noch abbauen. Ich glaube, ein guter Indikator dafür, dass man noch zu schwach für einen Gegenstand ist, ist, wenn der Gegenstand schon komplett auseinandergefetzt ist, aber trotzdem die HP-Leiste noch halb voll ist. Was eigentlich, wenn ich hier gegen hätte? Funktioniert auch. Okay. So, und dann gehen wir jetzt rüber die Schlosszone freikaufen. Währenddessen hier noch so ein bisschen was im Weg steht zu abbauen. Kostet nichts, bringt Geld, perfekt. Und da ist sie, die Schlosszone. Ich drücke auf Kaufen und kann mir hier wahrscheinlich wieder gar nichts leisten, so ein Katapult. Oh doch? Nee, das war einfach schon angehittet. Der Baum? Ja, der Baum geht. Der Baum geht von der Abbaugeschwindigkeit her. Aber ich brauche auf jeden Fall bessere Pets für diese Schlosszone hier. Ich teleportiere mich dann wieder zurück zum Office. Kann ja hier theoretisch jetzt neue Pets kaufen, aber in der Praxis sind sie zu teuer, natürlich. Ich kaufe hier nochmal ein Pet. Und da ist noch ein Passagierflugzeug drin. Das kann ich dann auch ausrüsten. Ja, hat mir jetzt kaum mehr Bonus gebracht. Na gut, dann werden wir einfach mal in der Schlosszone farmen. Oh, jetzt bin ich schon direkt im Schloss drin. Okay, komisch, dass man den Stand hier nicht abbauen kann. Man kann so viel abbauen, aber den Stand nicht. Naja, wie schnell farme ich eigentlich jetzt? Na, mir gefällt die Farming-Geschwindigkeit halt echt nicht. Ich könnte echt bessere Pets gebrauchen. Aber jetzt, wo ich aufnehme, ist halt keiner von meinen Zuschauern irgendwie in Roblox drin. Was dann sonst eigentlich auch immer gut ist, damit ich in Ruhe aufnehmen kann. Aber ich komme halt nicht weiter. Ist Victor... Nee, Victor schläft auch. Victor lebt ja in Paraguay. Bei denen ist jetzt richtig mitten in der Nacht eigentlich. Keine Ahnung, bei dem wird wahrscheinlich so 5 Uhr morgens sein. Fuchs ist nicht wach, weil warum sollte er so früh wach sein? Louis ist momentan in Amerika, der macht irgendwie gerade Urlaub und der spielt den Smashing Simulator sowieso nicht. Meine komplette Discord-Freundesliste, alles ist offline. Ich höre dich ans... Warte mal, ich kann ja wirklich mal auf die Freundesliste gehen. Auf meiner Freundesliste sind online jemand, der kein Roblox spielt, jemand, der kein Deutsch spricht. Dann habe ich auf meiner Freundesliste noch ein paar YouTuber, die aber kein Roblox machen, sondern ganz andere Videos machen. Die können mir auch nicht helfen. Okay, Marjo ist online, aber mit Marjo habe ich gar nichts zu tun. Er ist einfach nur so drauf, keine Ahnung. Marjo ist halt ein guter Freund von Zeddy und ich habe aber noch nie mit dem gesprochen. Das eine Mal, als er auf unserem Server drauf war und so mit Victor und so gesprochen hat, dann bin ich gerade schlafen gegangen und ich bin dann nicht extra länger wach geblieben, nur weil er jetzt gekommen ist. Man muss schlafen gehen. Wenn es Zeit zum Schlafen ist, dann sollte man auch schlafen gehen, Leute. Und das vernachlässige ich sehr oft. Sehr oft bin ich am Abend noch da. Nach der Arbeit... So gegen 22, 23 Uhr müsste ich eigentlich schlafen gehen, aber ich rede dann meistens noch so ein bisschen mit Victor, mit Felix und so. Dann kommt vielleicht auch Tani dazu, dann spielen wir auf einmal Fortnite. Dann denke ich mir so, ja, 1, 2 Fortnite-Runden können schon nicht schaden, dann ist 1 Uhr morgens. Und, naja, so läuft das viel zu oft. Ich versuche meinen Schlafrhythmus zu fixen, aber ich habe halt keine andere, ich kann nie zu keiner anderen Zeit Fortnite spielen. Ich könnte theoretisch jetzt so, bevor ich arbeite, Fortnite spielen und auch aufnehmen, aber das sind halt alle anderen nicht erreichbar, weil die halt ihr normales Leben haben. Und ich habe meine Arbeit halt immer nachmittags bis abends. Deswegen, ja, zeitlich habe ich eigentlich nur so nach 22 Uhr Zeit, um mit meinen Freunden irgendwas zu zocken oder zu reden. Ungünstig. Und das ist auch der Grund, warum ich übrigens nur am Samstag streame, weil ich unter der Woche habe ich keine Zeit zum Streamen. Wenn ich streamen würde, wann ich Zeit habe, dann würdet ihr alle gar nicht zugucken können, weil ihr in der Schule seid. Naja, aber ich fahre jetzt schon ein bisschen schneller als in der Airport Zone. Auch lustig, nach so einem modernen Flughafen erstmal so ein mittelalterliches Schloss kommt. Aber mir gefällt diese Schlosszone tatsächlich. Die ist sehr hübsch gebaut. Ich mag generell gerne dieses Setting. Oh, jemand ist online gekommen? Nee. Doch, Sadie ist online gekommen. Aber Sadie spielt den Smashing Simulator wahrscheinlich auch nicht.
Der ist ja ein Brookhaven-YouTuber. Ich meine, warum sollte er denn den Smashing-Simulator spielen? Ach ja, und dann ist auf meiner Freundesliste noch jemand online, mit dem ich... Der eigentlich auch gar kein Roblox spielt. Der spielt höchstens mal Poker. Und das war's. Alle anderen sind offline. Schlafen, Arbeit, Universität oder Schule. Oder wie Louis halt im Urlaub. Na gut, ich habe jetzt aber die 2,5 Millionen zusammen. Ich gehe nochmal zum Office. Öffne dann nochmal ein Ei. Hier aus der Castle Zone. Das... Ja, ein Schlossei, da steht gar nicht, wie dieses Ei heißt. Na gut, dann drücke ich E und kriege eine Snacke, also ein Snake. So, rüste aus am besten. 2,6000, das kann man sich schon mal gönnen. Kann ich damit jetzt schneller abbauen, please? Ja, man merkt schon einen kleinen Unterschied, aber es ist immer noch nicht so krass. Ich müsste eigentlich noch den nächsten Rank freischalten. Aber ich denke, ich würde das auch im nächsten Part machen. Okay, Leute, Planänderung. Kurz nachdem ich die Aufnahme beendet habe, ist Crafter jetzt auf Discord online gekommen und... Hat mir gerade eben erzählt, dass er scheinbar mal Platz 10 im Smashing-Simulator war. Und das ändert dann natürlich nochmal alles. Warte, okay, ich glaube, der Server, auf dem ich bin, ist voll. Wie viele Leute können auf so einen Server rauf? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Seit einem Monat nicht mehr gespielt oder so. Augenblick. 9 Leute. Okay, ich muss auf einen leeren Server gehen. Ich bin drauf. Oh, ich habe gerade auf Verlassen gedrückt. Okay, warte. Wir schaffen das. So, ich gehe jetzt auf einen Server, wo nur eine Person drauf ist. Okay, ich join dir sofort nach. So, join dir. Jo, was hast du? Du wirfst mit Helikoptern auf, Leute. Ich weiß gar nicht, was das Neueste ist. Ich war hier echt nicht mehr. Also, als ich das letzte Mal aufgenommen habe, konnte man sich eine Atombombe für Robux kaufen. Ja, es gibt schon viel mehr. Es gab schon viele Updates. Okay, warte, wo ist dein Helikopter? Heli ist da. Okay, und dann gibt's UFO, Barrel, Tractor, alles klar. Aber die Pets, die ich habe, sollten eigentlich okay sein. Ja, auf jeden Fall besser als das, was ich hier habe. Deine Pets leuchten. Also, die besten Pets, die ich dir geben kann, sind 1 Million. Ja, stabil. Okay. Meine haben 2800. Also Fragezeichen, Fragezeichen, es ist so traurig. Okay, warte, wie geht dieses Trading hier? Trading, Crafter, ja, ich muss noch warten kurz. Ich muss 7 Sekunden warten. Bei mir steht, ich habe dich requested. Alles klar. Mal noch ein paar Sachen. Oh, akzeptieren, yeah. Weißt du was, du kannst von mir, weil ich heute gute Laune habe, kriegst du von mir ein Eichhörnchen, das ist... Oh, du hast nicht genug Inventory Space. Na gut. Wie voll ist dein Inventar, Crafter? Ich glaube 800 Pets. Alles klar. Ich kann dir nichts geben, weil das System sagt immer, other player doesn't have enough Inventory Space. Also warte, die muss ich wegnehmen. Das sind nämlich diese Pets, die ich noch brauche. Aber die hier kannst du alle haben. Alles klar, ja, 6 die sind ein bisschen stärker als meine. Und davon gibt es auch eine 728. Jetzt so. So, nimm mal. Jo, danke schön. Oh, your trade was cancelled. Ich hab noch nie... Hä? Bro. Ach, ich bin hier lang gegangen und beim Pet-Index hat sich das geöffnet und dadurch wird er gecancelt. Oh, wow. Okay, dann nochmal. Wie viel kannst du überhaupt haben? Ich glaube viele, aber das reicht. Ich kann vielleicht 4 oder 5 Pets equippen. Das zählt so langsam runter. Die Sekunden dauern länger als eine normale Sekunde, oder? Definitiv. Your trade was a success. Yay, ich dachte eben, das steht wieder cancelled. Okay, jetzt rüste am besten. Okay, ich kann 4 Pets equippen, das heißt, ich habe 2 übrig. Aber ich kann bestimmt irgendwo neue Slots freischalten, oder? Haustiere plus, kostet das Geld? Ja, 399 Robux. Nö. So, okay. Und jetzt schlag mal irgendwo rauf, mal gucken, was passiert. Warte, ich gehe in die Castle Area, weil da konnte ich... praktisch nichts abbauen. Und ich werfe und... Okay, alles ist One-Hit. Alles ist One-Hit. Oh mein Gott. You can afford to purchase alles. Ich habe 1,75 Trillion Coins auf einmal. Okay, dann muss ich nochmal zurück zum Office gehen. Okay, das geht jetzt schneller, als ich dachte. Ich gehe dann zum Objektshop und dann kaufe ich mir natürlich jetzt erstmal eine Wassermelone für 1 Trillion. Kostet nichts. So, und dann nochmal zum Schloss und dann kann ich mir wahrscheinlich schon die nächsten Regionen freischalten. Wie viele Regionen gibt es überhaupt? Eine Menge. 500 Billion. Ja, das habe ich ja gerade so auf Tasche, ne? Sind die Pets gut oder nicht so? Ja, die Pets sind gut. Ich meine, jetzt bin ich hier. Kann ich das komplette Haus zerstören? Nein, ich kann das komplette Haus nicht zerstören. Warum? Okay, ich bin jetzt schon Rang 7 Unstoppable. Warte, ich muss noch was kaputt machen. Wie schnell level ich denn? Warte, hier, abbauen und... Ja, ich level ziemlich schnell. Ich krieg ziemlich schnell Cash dazu. Die nächste Region kostet mich 1 Quadrillion. Okay, 1 Quadrillion habe ich noch nicht. Conny? Ja? Du hast dir was vergessen, komm mal mit. Zerstör mal die Fontäne. Ja. Oh, die dauert lange. Ich habe dir mal kurz geholfen. Geh mal rein. Ui! Eine Kanalisation für nur 250 Trillion, das ist ja nüscht. Und hier ist dann ein Dino-Ei. Kaufimon. Mein Inventar ist voll. Wie viele Pets hab... Kann ich die wegwerfen hier? Blöde Hunde, silberne Ticker, alles weg mit dem Müll hier. Braucht doch keine Sau. Ich bin Platz 1300. Immer noch. Hat sich irgendwas geändert. Ja, in einem Monat, also. Von Platz 10 zu 1300 geht ja sogar. So, Triceratops.
Follow the clues to find the secret egg. Ist das ja nicht das secret egg? Okay, dann muss ich den Clues folgen. Aber ich glaube, das wäre doch eine Sache, die kann ich im nächsten Part machen. Weil sonst wird das Video wieder zu lang. Das war's dann mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Ihr könnt auch gerne Crafter abonnieren. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Bis dann und ciao! Ciao!